klappt es eventuell doch noch, dass wir das goldene Zeitalter bekommen. Es sind wie viele noch? Ein, zwei Runden bis zum Zeitalterwechsel. Wir haben jetzt drei Zeitalterpunkte bekommen, weil wir die Gefahr vor den Toren von Shoki gebannt haben. Gehen wir mal raus. Eine Inspiration, barbaren Außenposten. Weg, Militärtradition. Boost. Wann ist es soweit? Wann ist es soweit? Eine Runde nur noch. Und jetzt schaut mal. 19 Punkte haben wir. 25 bräuchten wir, um in ein goldenes Zeitalter einzusteigen. Schaffen wir 6 Punkte in einer Runde? Nein, das schaffen wir nicht. Deshalb haben wir nichts davon, dass wir diese Punkte gerade geholt haben. Deshalb hätten wir auch sagen können, wir greifen erst nächste Runde an. Da habe ich aber gerade nicht dran gedacht. Sage ich ganz offen. Schlichtweg nicht dran gedacht. Oh, wie cool. Honig gibt es noch nicht lange. Diesen Luxus... Nee, Honig ist, glaube ich, Matze, meines Mitarbeiter Punisher. Ich glaube, Matze, Honig ist, glaube ich, beim letzten Pack, beim Großkolumbien und Maya Pack reingekommen als Luxusgut, oder? Das meine ich auch, genau. Ja, ne? Ja, da war Honig und Mais war im letzten Pack drin. Lecker Honig. Wir bleiben aber trotzdem einen Fortbewegungspunkt noch hier oben auf dem Hügelfeld, weil wir eventuell weiter sehen können. Und es hat sich gelohnt. Wir sehen ganz, ganz weit auf die alten Ruinen. Da wollen wir hin. Mal gucken, welchen Bonus wir bekommen. Zeitalterpunkte, Ausrichtungsbonus. Okay. Stadtquest abgeschlossen in Vilnius. Ein Gratisgesandter. Das heißt, wir haben jetzt doch deren Punkte 2. Wir könnten uns einen Suzerän. Oh, guckt mal. Das ist der einzigartige Bonus von Vilnius. Alle Theaterplatzbezirke erhalten für die höchste aktive Allianzstufe plus 50% Nachbarschaftsbonus. Für die höchste aktive. Was bedeutet das, Matsumen? Ich interpretiere das so, dass wenn man die höchste, also eine Allianz der Stufe 3 hat, dann bekommt man diese 50%. Das ist schon komisch formuliert, weil es klingt so, als gäbe es eine Korrelation, einen Zusammenhang zwischen den 50% und der Stufe 3 oder so. Die meinen nicht für die höchste, die meinen dann, wenn du recht hast, dann meinen die erhalten bei Erreichen oder bei der höchsten oder ab der höchsten aktiven Allianzstufe. Nee, das kann es doch nicht sein. Für ist entweder total falsch oder die meinen was anderes. Was meinen die? Versteht ihr das, Chat? Ich hab's noch nie verstanden, schreibt North Bowman. Für jede Stufe eventuell 50% mehr, mutmaßt Senior Tortuga, Marito Casito. Danke dir für dein Abo. Was für ein hübscher Nickname. Marito Casito. Liebe Grüße an dich. Danke, danke. Was meinen die damit? Im Chat drei Leute, die man fragt, drei verschiedene Interpretationen. Steve Wonder meint, bei Stufe 4 bekommt man zum Beispiel 2. Das heißt, die meinen die 50%. Beziehen sich auf die Allianzstufe, das heißt 50% von der Allianzstufe und das in Kultur umgerechnet. Das heißt, wenn man Stufe 4 hätte bei einer Allianz, die gibt es doch gar nicht. Allianz geht doch nur bis 3. Also wenn man 2 Allianzstufen hätte, dann bekäme man 50% davon einmal ein mehr an Kultur. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merkt man, das ist ein Rätsel. Ist aber mutmaßlich so, dass das die Übersetzer selber nicht gewusst haben, weil die bekommen ja oft in der Regel ja Tabellen nur und müssen irgendwie erraten, was das Spiel mechanisch bedeuten könnte und haben nicht das Spiel, nicht immer, aber meistens nicht das Spiel, sondern nur Texttabellen, wo sie dann irgendwas übersetzen müssen. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Ich habe mal gerade in die englische Version geguckt und die ist leider genauso schlecht formuliert wie die deutsche. Da könnte tatsächlich die Übersetzer nichts machen, weil die haben das schon sehr genau übersetzt, aber es ist halt total unklar, was sie meinen. Niemand weiß, was es bedeutet. Klasse. Wir gehen wieder raus und haben die Beförderung nachher. Ja, das ist das Einzige, was mich gerade... Vielleicht eine Runde später Angriff besser, weil dann Zeitalterpunkte. Andererseits, wenn dann hier irgendwas passiert wäre... Naja, hätte. In einer Runde Staatsdienerturm. Haben wir dann alles gedacht? Ja.
Gesandten schicken wir nicht rüber. Glauben sammeln wir, geben wir nicht aus. Bleibt alles, wie es ist. In einer Runde hier weiterer Bürger in Addis Abeba und in Schuki. In Omnika haben wir 3 Bürgerpunkte, gleich haben wir 5. Beide Städte bekommen jetzt einen neuen Bürger drauf und ein neues Zeitalter beginnt. Die Klassik. Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen. Campus, ab jetzt baubar. Wissenschaftsdistrikt, Bibliothek als erstes Gebäude. Zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind ebenso wichtig wie ein profitables Endergebnis. Zeitgleich. Was für ein produktiver Rundenwechsel. Zeitgleich, auch bei der anderen Forschung, einen Schritt weiter. Staatsdiener zum. In jeder der beiden Städte ein Bürger drauf. In jeder der beiden Forschungszweige eine Forschungsstufe weiter. Cool. Und ein Zeitalterwechsel. Das nenne ich mal einen Rundenwechsel, bei dem wirklich was passiert. Regierungsplatz baubar einmalig in jedem Reich. Neue Karten, die für uns im Augenblick nicht so wichtig sind. Widmung wählen, das ist spannender. Klassik ist da. Eine Widmung wählen, welche? Die anderen sind übrigens auch bei einem normalen Zeitalter gelandet, die beiden, die wir kennen. Das heißt, diese Effekte, die beschrieben werden, wie stark man gegenseitig über die Bürger Druck ausübt auf andere Städte, das nivelliert sich, das macht sich gegenseitig, gleicht sich das aus. So, was holen wir? Wir nehmen meistens oft freie Forschung, sage ich jetzt schon mal. Also eine dieser Boni können wir jetzt wählen. Freie Forschung bringt einen Zeitalterpunkt jedes Mal, wenn man einen Heurika auslöst. Die bekommen wir oft, weil wir gezielt auch auf die Heurikas achten. Wir versuchen, die freizuschalten und es gibt halt sehr viele Forschungen. Deshalb ist das in der Regel auch klüger als Stift, Pinsel und Stimme. Es gibt weniger Eingebungen als Heurikas, hier bekommt man mehr. Und dann gibt es noch so eine Extra-Geschichte hier. Dann Monumentalität. Wenn man einen neuen Spezialbezirk baut, ein Zeitalterpunkt ist für uns völlig uninteressant. Wir haben 2 Städte, wir haben demnächst einen Spezialbezirk fertig mit der Heiligen Stätte. Wir haben so wenig Städte, wir haben so viele nicht Bezirke, das gibt uns gar nichts. Das ist jetzt wiederum interessant, Exodus der Evangelisten. Jedes Mal, wenn wir eine Stadt bekehren zu unserer Religion, 2 Zeitalterpunkte. Kommt aber zu früh. Erstens, weil wir noch gar keine Religion haben. Und zweitens, selbst wenn wir in, ich spekuliere mal, ich könnte mir vorstellen, so über den Daumen in 27 Runden. Könnte ich schätzen, ernsthaft, kein Gag. 26, 27 Runden wäre meine Schätzung, wirklich. Weil man braucht 60 große Prophetenpunkte, um eine Region zu gründen. Wir haben im Augenblick plus 1 pro Runde. Wir haben in Kürze den Schrein fertig, dann gibt es 2 drauf. Ein paar haben wir schon vorangespielt. Es können auch 30 Runden sein. Irgendwas um den Dreh rum. Aber das kommt alles zu früh. Und es sind auch zu wenige Städte auf der Karte bislang, wo wir hinlaufen könnten. Erst Religion, dann müssen wir noch gründen, dann eine Einheit, die Religion verbreitet, kaufen mit Glaubenspunkten, dann losrennen, Städte finden. Das ist alles Quatsch. Wir nehmen die freie Forschung. Das ist das Einzige, was sicher hilft. Freie Forschung. Klingt auch cool. Freie Forschung. Nächste freie Forschung, die wir frei wählen dürfen. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde natürlich gerne wissen, wo Eisen ist, weil wir jetzt in der Gründungsphase sind von neuen Städten und dazu wissen, wo Eisen ist, damit wir auch nicht knapp daneben siedeln. Das wäre nicht schlecht, das ginge auch fix. Schaut mal, Bergbau 2 Runden, Bronzeverarbeitung mit Bonus fix. In Summe 6 Runden, das geht zack, zack, zack. Bogenschießen wäre auch wichtig. Denn wir wollen ja Bogenschützen ab jetzt bauen in den Städten. Aber wir wollen auch Krieger bauen. Wir wollen beides bauen. Wir können auch mit den Kriegern anfangen, mit den Bogenschützen hinterhergehen. Ich würde Folgendes sagen. Wir gehen erstmal auf die Bronzeverarbeitung, gucken, wo Eisen ist und dann mal weiter mit dem Bogenschießen. So stelle ich uns das mal ein. Ja? So machen wir das. Wo wir ein Auge darauf werfen müssen, ob wir irgendwo noch einen Heurika, für einen Heurika, dass wir bekommen, einen Bonus bekommen, einen Gesandten bekommen bei einem Stadtstaat. Das dürfen wir nicht übersehen. Hier müssen wir bei der Quest einen großen Propheten rekrutieren, hier einen Handelsweg entsenden. Heurika fürs Rad, heilige Städte bauen. Heurika für Rad ist aber hier unten, ist uninteressant, machen wir uns nicht kaputt. So stellen wir das erstmal ein. Okay? So. Jetzt ist die Frage, wann kommt die politische Philosophie? Kommt in 4 Runden. Jetzt ist die große spannende Frage. Wollen wir jetzt die Karten schon reinholen, durch die man schneller Einheiten bauen kann?
sprich Militär oder Siedler. Oder holen wir jetzt eine der beiden Karten oder beide? Dafür müssen wir uns entscheiden, was bauen wir jetzt in Addis Abeba und in Shoki. In Shoki bauen wir erst 2 Runden lang jetzt noch den Schrein. Vorher gar nichts. Danach wollten wir hier entweder Militär oder Siedler bauen. Ich bin für Siedler, denn deshalb steht auch Magnus hier. Das heißt, den Siedler danach hier rein. Können wir auch jetzt schon machen. Zack, da ist er. Händler wäre auch eine Möglichkeit. Städte miteinander verbinden, Erträge generieren, Straße bauen. Händler ist schnell gebaut. Wäre auch eine schöne Geschichte. Bei Shoki, wir geben erstmal den Gouverneurstitel aus, das war ja geplant für Magnus, Vorsorge, das holen wir uns jetzt. Siedler in der Stadt in Addis Abeba, die dort entstehen, verbrauchen keinen Bürgerpunkt, ziehen keinen ab. Gilt, sobald er dort etabliert ist, also in einer Runde. Wenn wir in 2 Runden nach dem Schrein den Händler dort bauen oder den Siedler, was machen wir hier? In 11 Runden ist hier eine heilige Stätte fertig. Wollen wir hier Militär vorziehen? Krieger, 8 Runden. Wenn wir Militär bauen, könnten wir in 4 Runden hier immer einen Krieger nach dem anderen ausspucken. Oder bauen wir erstmal die heilige Stätte fertig? Sie ist ja auch fast fertig, wäre übertrieben. 11 Runden würde es noch dauern. Wo steht der zweite Bürger? Hier. Jetzt steht er hier. Jetzt geht es etwas schneller, in 9 Runden. Und der Krieger wäre fertig in 7, also in 4 mit Karte. Wollen wir die heilige Stätte durchziehen? Die würde einen weiteren großen Prophetenpunkt bringen. Die Glaubenserträge finde ich jetzt nicht so wichtig. Weil da, wo sie hier steht, ist der Glaubensbonus eh nicht so hoch. Es geht nur um den großen Prophetenpunkt. Aber brauchen wir den noch in 11 Runden? Das ist die Frage. Oder in 9 sind es jetzt. Wir werfen einen Blick in die großen Persönlichkeitenlisten und stellen fest, bei den großen Propheten, wir sind im Moment die einzigen, die große Prophetenpunkte überhaupt generieren. Sonst keiner. 57 fehlen noch. Wenn der Schrein steht, erzeugen wir 2 pro Runde. Wenn wir die politische Philosophie haben, können wir eine neue Regierungsform einsetzen. Autokratie, Oligarchie, klassische Republik, was auch immer. Und könnten dann, wenn wir die Mystik freigeschaltet haben, noch haben wir es nicht, die Offenbarung reingeben. 2 große Prophetenpunkte mehr. Dann würden wir mit 4 großen Prophetenpunkten pro Runde dem Ziel der Religionsgründung entgegen sprinten. Da bin ich sehr, sehr für. Erst die politische Philosophie, dann die Mystik, weil vorher können wir auch diese Jokerkarte gar nicht nutzen. Weil mit der Regierungsform, die wir haben, geht das nicht, da haben wir keinen Jokerplatz. Erstmal hier hin, dann hier hin. Okay? Und dann, denke ich mal, brauchen wir den 5. großen Prophetenpunkt hier in der heiligen Stätte nicht. Deshalb ziehen wir jetzt die Lebensversicherung und setzen hier die Produktion von Militär ein. Denn wir wissen nicht, was hier kommt. Wir können natürlich darauf spekulieren, es geht schon alles irgendwie gut. Aber wenn jetzt irgendwas passiert, die können es ja nicht leiden. Mansa Musa schimpft die ganze Zeit über uns. Oder wenn Barbaren kommen. Wenn irgendwas passiert. Oder wenn der KI-Gegner einfach nur sieht, wir sind schwach, kommt, lass uns den überfallen. Wir gehen auf Nummer sicher. Das heißt, wir gehen die Frage, wie heißt, wir nehmen die Militärkarte rein und erzeugen hier erstmal einen Krieger. Ziehen den vor. Nehmen die heilige Stätte raus, können wir später immer noch ergänzen. Ich nehme deshalb hier raus, damit mir auch, weil es hier leider bei Civ 6 nicht die Funktion gibt, dass dann, wenn man einen Bauauftrag fertig abgeschlossen hat, so eine Meldung aufploppt. Das gibt es leider nicht. Und wenn man in der Bauliste mehrere hintereinander hat, dann geht es einfach weiter. Und man wird auch nicht aufgefordert, über ein Bauprojekt zu bestimmen. Das ist in diesem Fall nicht so nützlich. Hallo Basti, Tastenauer ist da. Liebe Grüße an dich. Oder habe ich mich verguckt? Ja? Habe ich dich gerade gesehen? Oder fantasiere ich gerade? Vielleicht habe ich auch gerade fantasiert. Ich glaube, ich habe Basti herbeifantasiert. Er ist gar nicht da. Deshalb machen wir das so. Jetzt ist nur die Frage, ziehen wir den Siedler hier oben rein oder nicht? Das ist die Frage jetzt. Wollen wir den Händler oder dann den Siedler? Tempel können wir noch nicht bauen. Der ist noch nicht erforscht. Ich packe mal den Siedler rein. Den nehmen wir hier oben hin. Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren brauchen wir im Moment nicht. Nehmen hier die Militärkarte rein. Und setzen hier rein, ist natürlich auch nicht so gut, ein Produktionspunkt weniger, die Siedlerkarte.
In einer Runde ist Magnus hier. Magnus mit der Beförderung. Siedler verbrauchen keinen Bevölkerungspunkt. Hier Siedlerproduktion, hier unten Militärproduktion. Die grundlegende Idee stammt übrigens von Matze. Der hätte es, glaube ich, umgekehrt gemacht. Aber das Prinzip, die beiden auszutauschen, die beiden zu spezialisieren, die Städte, parallel mit den Karten, die Idee kam von Matze. Danke nochmal. Jetzt geht's hier weiter. Mit ihm haben wir hier was ausgehoben. Heilen, spähen, geht beides. Wir heilen dadurch, dass wir uns eine Beförderung holen. Ziehen schon mal einen Punkt hier runter. Haben einen übrig, holen uns jetzt die Beförderung. Jetzt ist die Frage, welche? Falls wir offensiv spielen wollen und Städte einnehmen wollen, was wir nicht vorhaben, man wird ja manchmal dazu gezwungen, jemand anzugreifen, Bevölkerung zu massakrieren, Schätze zu rauben, ja, durch irgendwelche unglücklichen Umstände. Mir fällt gerade nichts ein, aber es gibt ja immer mal sowas. Da steht ein Stadttor offen, man steht davor, man kommt vorbei, man klopft an, Tür steht offen, man geht rein, nimmt was mit, was auf dem Tisch steht, geht wieder. Das kann passieren. Das ist irgendwie peinlich, aber das kann passieren. Falls ihr mich fragt, WB, wie bist du an deine neue Kamera gekommen, verweigere ich die Auskunft. Ja? Ich hoffe, meine Nachbarn gucken ja nicht mit. Ich gehe mal auf Schlachtruf, das ist so die simple Geschichte. Kampfstärke, wir können auch gehen auf Fernangriffe. Das macht man bei einem U-Bahn von Städten. Das ist nicht zwingend nötig. Gegen Kavallerieabwehreinheiten sind eh schlechter. Kommando finde ich cool. Ein Fortbewegungspunkt ist sehr cool. Angriff, amphibischer Angriff finde ich nicht so zentral. Ich mache mal Schlachtruf. So. Neue Stadt-Stadt-Quest. Baut eine heilige Stätte. Leute, wir haben Glück. Die haben wir schon, woanders, bei einem anderen Stadtstaat. Das heißt, wir haben zwei Quests jetzt, baut eine heilige Stätte. Jedes Mal gibt es einen Gesandten und hier... Nein, die ist hier unten. Die kommt eine Runde zu spät. Wir haben ja gerade gebaut. Und was ist hier? Rekrutiert einen großen Propheten. Das ist cool in Lissabon, das gibt auch einen. Wir haben doch Glück. Guter Hinweis von North Bowman im Chat. Hey, North Bowman empfiehlt beim selben Einheitentyp, wenn man verschiedene Einheiten desselben Typs hat, die unterschiedlich zu befördern, damit um die dann nachher, wenn man die im Kurs zusammenfasst, dann haben die ja Matsumen die Beförderung von allen, ne? Du könntest ja, dann, die ergänzen sich dann. Guter Tipp, richtig guter Tipp von North Bowman. Das hatte ich mir noch nie überlegt. Es ist so naheliegend, danke dir. Sehr, sehr guter Tipp, sehr guter Tipp. Echt cool. Und hier Bonusdorf. Einmal hinlaufen. Was ist der kürzeste Weg dorthin? Über Hügel geht's schneller. Einmal hier hin. Was bekommen wir? Ich fände am coolsten, wenn wir ein Artefakt bekämen. Eine Reliquie. Ich hätte gerne eine Reliquie, die uns jede Menge Tourismus, Glauben, was auch immer schenkt. Siedler wäre auch cool. Aber am liebsten hätte ich eine Reliquie. Ein Heurika für die Geschichtsaufzeichnung. Ei. Wo ist denn Daisy hier hinten? Baut zwei Campusbezirke, ja. Das ist auch ganz gut. Das muss man auf jeden Fall holen. Ob wir zwei gebaut hätten, bis dahin glaube ich nicht. Das spart uns drei Runden hier. Kann sich eine Beförderung holen. Geschichtsaufzeichner. Eine Runde weiter, Leute. Eine Runde weiter. Mali. Oder eine weitere Siedlung, die auf den hübschen Namen Kumbi Saleh hört. Kumbi Saleh, das ist ja witzig. Haben die doch einen Spion bei uns? Weil Kumbi Saleh, so heißt ja der Wellensittich von Benedikt II. Der steht bei ihm immer in diesem Käfig, hockt auf einer kleinen Holzstange und kackt vor sich hin. Kumbi Saleh, ist das nicht auch der Spitzname von Mansa Musa? Wir könnten den so nennen. Wir könnten den Kumbi Saleh nennen, wie diesen kackenden Wellen. Entschuldigt, das Niveau sackt mal wieder ab. Matsumen, reiß dich mal zusammen. Das ist ja erschütternd. Jawohl. Unfassbar. Nein, jemand hat Stonehenge abgeschlossen. Das heißt, der erste Prophet ist jetzt weg. Der erste große Prophet. Aber die großen Prophetenpunkte, die man braucht für den nächsten, erhöhen sich nicht. Das ist beim großen Propheten anders.
als bei den anderen großen Persönlichkeiten geregelt, Gott sei Dank. Und wer ist es? Mali, Kongo, Äthiopien, ein unbekannter Spieler, wir wissen es nicht. Irgendjemand gründet jetzt eine Religion und schnappt uns wahrscheinlich coole religiöse Grundsätze vor der Nase weg. Magnus ist jetzt vor Ort. Wo sind die drei Bürger überall? Danke fürs Verschenken an die neue Reichskanzlei. Abo verschenke. Wohin geht's jetzt? Hier ein Bürger, da, da. Das ist okay. Schaut mal das. 13,6 an Produktion. Zwei Runden bis zum Schrein. Der Siedler braucht ewig und drei Tage. Das hat es überhaupt nicht gebracht. Mit der Siedlerkarte. Die hätten wir auch weglassen können. Oh, ich habe mich getäuscht. Wie gut, dass wir den Richtung Osten gezogen haben. Hier gibt es jede Menge Land zu entdecken. Sehr spannend. Wir ziehen mal oben lang. Das Gute ist, wenn hier ein Bonusdorf ist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass hier noch weitere Bonusdörfer sind, weil diese Region anscheinend noch nicht abgegrast worden ist, von wem auch immer. Einmal. Zweimal ziehen und jetzt die Beförderung holen. Wenn wir die zuerst geholt hätten, hätten wir zwei Bewegungspunkte verschenkt. Jetzt holen wir uns, der hat schon Alpin. Der ist schon auf Hügeln fixer unterwegs. Und jetzt auch im Wald. Ranger. Zack. Wohin geht's? Wir gucken mal, was hier auf der anderen Seite ist. Stroma. Mir, wenn ich das mal so einflechten darf, mir gefällt sehr, sehr gut, dass durch dass mittlerweile so vielfältige Geländetypen da sind bei Civ 6, mehr als bei Release des Grundspiels. Diese Schwemmländer sehen nicht nur schön aus, sondern die Spielmechanik, die damit verknüpft ist, die Überschwemmungen und die Vulkanausbrüche, die möglich sind, alles eingeführt durch Gathering Storm, finde ich sehr cool. Finde ich ganz toll. Bringt ein sehr lebendiges Element ins Spiel rein und unterstreicht halt auch, dass man in einer lebendigen Welt lebt, die einem einen Strich durch die Rechnung ziehen kann. Und das halt vor allem damals, heutzutage etwas weniger. Heute sind die großen Schäden, die in der Natur entstehen, menschengemacht und nicht mehr naturgemacht. Aber vorwiegend, nicht ausschließlich, aber damals war die Natur noch viel gefährlicher. Da war nicht der Mensch die größte Gefahr für den Planeten, sondern der Planet selbst. Vulkanausbrüche, was auch immer. Gibt es heutzutage oft, eigentlich genauso oft wie früher, aber sie werden nicht mehr so intensiv wahrgenommen, weil sie halt, weil wir vom Verlauf der Zeit, in der schnelllebigen Zeit, in der wir sind, einfach in kurzem Tempo so viel andere schlimme Dinge passieren weltweit und man überall aus jeder Ecke der Welt hört, was da wo geschieht, weil es so viele Kriege gibt, weil so viele Menschen hier leben, so viele Katastrophen gibt es die ganze Zeit. Wir vergessen oft, dass es Vulkanausbrüche gibt. Wir vergessen das. Wir fühlen uns gerade hier in Mitteleuropa auch sicher, weil hier kein großer, ja, ist ja nicht so viel Vulkanaktivitäten. In der Eifel, wo ich in der Nähe lebe, ich ja in Köln, da ist ein bisschen vulkanische Aktivität. Aber wann ist denn das letzte Mal in Deutschland ein Vulkan ausgebrochen und hat irgendwie große Landstriche verwüstet? Wenn wir vor irgendwas Angst haben, dann da wohl eher davor, dass ein Atomkraftwerk detoniert zum Beispiel. Eine Runde weiter, ja? Wenn du dich in einem Loch wiederfindest, hör auf zu graben. Kupfer, abbaubar, entfernbar. Wald kann abgeholzt werden. Steinbrüche, baubar und minenbaubar. Nächster Schritt, Bronzeverarbeitung. Wir wollen wissen, wo Eisen liegt. Und in zwei Runden, politische Philosophie. Erste coole Regierungsform. Wie sieht's denn hier aus? Na, ich wette, hier haben die Mali noch eine weitere Stadt. Gehen wir mal gucken, ne? Komm, wir gehen hier mal schauen. Das ist die Siedlerkarte. Man könnte hier noch eine Stadt hinsetzen. Das wäre möglich. Minus 9 würde man noch ausgeglichen bekommen. Minus 15 wäre schwierig. Das wäre an der Küste. Pferde, cool. 2-2. Zwei Nahrung, zwei Produktion. Hier ebenfalls. Da oben die Pferde. Man kann auch hier minus 4. Hätte man allerdings kein
Süßwasser. Hier oben hätte man Süßwasser, wäre aber zu dicht an Schoki dran. Berge hier unten, um was daneben zu setzen. Kakao im dritten Ring. Ich platziere uns das mal. Das muss nicht sein, aber es wäre eine Option. Hier im Stadtzentrum. Das wäre eine Option. Hierhin. Realitätsmäßig geht es. Das hätten wir schnell freigeschaltet. Trinkwasser, Binnenwasser am Fluss gelegen, aber auch Überschwemmungsgebiete. Haufenweise. Oder direkt daneben auf dem Hügel. Einmal den Bonus der Äthiopier, aber das sind dann minus 3 runter, minus 12. Könnte auch klappen. Mit Gouverneur dort vor Ort und mit einem Monument, mit einer Garnison. Kann man auch machen. Ich setze da mal einen Pin daneben noch. Das wäre einer dieser beiden möglichen Standorte. So, hier rauf. Wir rennen hier weiter, Leute. Da musst du fix sein, sonst ist der Kakao weg, schreibt der Chat. Wegen Jenne? Ach nö, das ist dritter Ring. Der ist so schnell nicht weg. So. Zwei Bürger in Schoki. Hier und da. Drei Bürger hier. Eins, zwei, drei. Fünf Bürger erst. Runde 45. Alle anderen haben vier Städte. Wir haben deren zwei. Wie viele Bevölkerung die anderen haben, traue ich mich kaum nachzugucken. Wir haben auf jeden Fall gerade mal fünf Bevölkerungspunkte. Punkteliste. Fünf Reiche liegen etwa Schulter an Schulter vorne. Es sind quasi, das stellt euch vor, das wäre ein Lauf. Ein Marathonlauf. Es gibt eine Spitzengruppe von Fünfen und es gibt einen Fußkranken, der rennt hinterher. Das ist Benedikt der Zweite. 64 Punkte. Die anderen 100 bis 133. Das ist so peinlich. Es ist Gottheit. Höchster Schwierigkeitsgrad, die haben dicke Startvorteile und trotzdem. Es ist so demoralisierend. Letzter Platz. Wir haben fürs Reich 20 Punkte. Ich glaube, Reich mal zu meinen, das ist Bevölkerung und Städte, sowas in der Art. Alle genau, anderen. Die Anzahl der Geländefelder, die wir besitzen. Ja. Technologien 12. Da halten wir mit Zeitalterpunkte. Selbst die Zeitalterpunkte zählen. Das kann es eigentlich egal sein. Ach, das ist zu demoralisierend. Das gucke ich mir nicht weiter an. Eine Runde weiter. Wenn was Schlimmes passiert, mach die Augen zu. Da ist sie. Goldröckchen, Schwarzlöckchen. Aminatore von Nubien. Liebe Grüße an dich. Ich habe immer wieder Schiss, wenn ich ihren Namen vorlese, weil sie ist ja so bekannt. Das sind ja die Namen, unter der wir sie immer so nennen. Ich muss immer einen Moment nachdenken. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich sage, hallo schwarze Röckchen, hallo Goldlöckchen. Dann würde sie sich verhohlepiepelt führen. Ich will die Frau nicht provozieren. Das ist eine Frau von erlesenem Geschmack. Schaut euch das an. Die Klunker, der Schmuck, die Frisur, die Klamotten. Das gütige Lächeln, das feine Make-up. Das ist eine Frau von Welt. Einmal falsch rausgerutscht. Einmal. Aus Versehen gesagt, hallo Schwarzröckchen, hallo Goldlöckchen, statt hallo Goldröckchen, hallo Schwarzlöckchen und man ist bei der Frau unten durch. Das ist hochriskant. Ich könnte mir vorstellen, sie ist nachtragend. Eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich muss mich so konzentrieren, wenn ich sie anspreche ab jetzt. Oh, sehr schön, wir erfahren, wo ihre glorreiche Hauptstadt ist. Ja. Schön, euch kennenzulernen, eure Großmeisterin der Bescheidenheit, liebe Aminatore. Infos nur austauschen. Okay, machen wir auch. Ist okay. Wo ist sie? Hier. Na, toll. Irgendwo hier bei diesem Drachen, in der Mitte der Karte. Vielen Dank. Cool zu wissen. Sehr, sehr lieb. Irgendwo da hinten. Weit Richtung Osten. Was denn das hier? Oh, da lernen wir doch eine kennen. Das ist hier. Was ist denn das? Warum zeigen die uns den Platz an und das ist die Hauptstadt?
Es ist die Hauptstadt der Kongolesen. Oder wie man sie auch nennt, wegen ihrer großen Zinken, der Kongonasen. Kongonesen? Kongonasen? Ist egal. Mbanza, Kongo. Die beiden Hauptstädte kennen wir jetzt. Ein Zeitalterpunkt, okay. Aminatore getroffen, okay. Eieiei. Wie gut, dass die nicht direkt neben uns liegt. Das ist ganz heftig. Pitati. Diese Bogenschützeneinheit von denen, die ist total heftig. Und vor allem, die können Bogenschützen, die Nubier und Nubierinnen, unheimlich schnell bauen. Die kann in der Spielphase kann ihr Reich zuschwemmen mit diesen Pitati-Bogenschützen. Ich bin so froh, dass wir unser Reich nicht neben ihr haben, weil sonst... So, und hier laufen wir noch weiter Richtung... Richtung Westen, ne? Vielleicht können wir eine Weltumsegelung machen auf dem Land. Das war einmal die Welt umqueren. Wenn das das gibt... 7 Weltmeere ist das Zufallskartenskript. Ich habe es noch nie gespielt. Es gibt ja auch welche, wo die Erde nicht rund ist, sondern einfach nur eine Karte, wo man am Ende oder am Anfang auskommt. So war es zumindest bei früheren Civ-Teilen. Ob es das bei Civ 6 auch gibt, weiß ich gar nicht. Wir rennen mal rüber auf die andere Seite. Ja, hier einfach rüberkommen. Da oben waren ja Babsis, Barbaren. Da will ich nicht hin. Komm, wir gehen hier mal gucken, Leute. Das ist eventuell Stadt. Nee, das ist Gebirge. Loyalitätsdruck kommt von Osten. Hier sind die Städte. Hier ist keine Stadt. Mutmaßlich ist hier keine Stadt. Der Druck scheint von hier zu kommen. Das ist gut zu wissen. Da können wir eventuell hier tatsächlich eine Stadt gründen. Sehr gut zu wissen. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Alles sehr, sehr spannend. Alles sehr schön.